Hallo und Servus bei Ubi Testet. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt zum Verbrauchsvideo. Und zwar heute geht es um dieses Dickschiff aus Ingolstadt, den Audi Q7 50 TDI Quattro. Den schicken wir auf unsere Verbrauchsfahrt. Wir schauen uns an, was verbraucht der? 10% Stadtverkehr, 40% Überland, 50% Autobahn, VMAX 140 Stundenkilometer. Und dann am Ende sehen wir, was bei rumkommt, was die Werksangabe sagt, was ergibt die Fahrt selber nach Tankung und was spricht der Bordcomputer. Wir schauen natürlich, am Ende gibt es noch ein kleines Fazit zum Fahrzeug, was mir so aufgefallen ist, was mir gefällt, was mir nicht gefällt. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt mal zum Tanken und ihr schaut euch derweil einfach schon mal den Audi Q7 50 TDI ein wenig an. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, das Ganze zu liken und gerne auch das Video zu teilen. So, wir sind bei der Tankstelle angekommen und schauen jetzt einmal, dass wir den Bordcomputer komplett resetten. Das machen wir jetzt einfach mal, den Kurzzeitspeicher auf 0, den Langzeitspeicher auf 0. Wunderbar, das heißt, das haben wir jetzt gemacht. Wir sehen den Abfahrtskilometerstand 10.152 und jetzt geht es raus zum Tanken. Wir schauen jetzt einfach mal, was tatsächlich hier in den Q7 erst einmal reingeht. So, in den Q7 haben wir hier den vergrößerten Tank, das heißt 85 Liter maximales Tankvolumen, was hier reingeht. Wir tanken jetzt mal auf, was noch fehlt. So. Erstes Tankergebnis, dass der Tank voll ist. Sehen wir jetzt, das ist unsere erste Tankung. Und jetzt gehe ich zahlen und ihr schaut euch schon mal die Strecke jetzt an.
Wir sind angekommen, wie wir sehen. 7,2 Liter laut Kurzzeitspeicher und auch Langzeitspeicher. 64 Stundenkilometer, die Durchschnittsgeschwindigkeit 115,3 Kilometer sind wir gefahren. Und wir sehen, der Tacho stand 10.267. Somit geht es jetzt raus zum Tanken. Und dann sehen wir jetzt einfach mal, was da die Zapfsäule spricht. Natürlich kommt wieder Diesel hier hinein. Also, so, wir lassen es laufen, den Dieselkraftstoff natürlich, und schauen mal, was da am Ende jetzt hier bei rumsteht. So. Gut, bis zum Klick getankt. Bis zum zweiten. Und ihr seht jetzt schon, was die Säule verspricht. 8,1 Liter auf 115. Angekommen mit dem Audi Q7 50 TDI Quattro nach unserer Verbrauchsfahrt. Schauen wir kurz auf unsere Verbrauchschart. Was wir sehen, 6,5 Liter gibt Audi an für das große SUV. Und was haben wir? 7,1 Liter, das heißt, wir haben eine Gap von 10% mehr. Das ist in Ordnung für meine Begriffe, für den Alltag. Für das Fahrzeug und das Gewicht, vor allem von 2,3 Tonnen, was wir hier haben, sind diese 7 Liter doch ein sehr respektabler Wert. Oder was sagt ihr? 100.000 Euro kostet knapp so unser Audi Q7, so wie er da steht. Ab 70.000 Euro geht's los. Der V6 gefällt mir mit seinem kernigen Klangbild sehr gut. Er zieht auch wunderschön raus mit den 600 Newtonmetern. Auf der Autobahn über 240 Stundenkilometer können wir maximal unterwegs sein mit dem Wagen. Ein tolles Reisefahrzeug dank der dank dem Luftfahrwerk, was hier verbaut ist. Bietet sich auch ein hoher Reisekomfort auf der Autobahn, sehr niedriges Geräuschniveau, tolle Platzverhältnisse auf allen Plätzen, optional sogar siebensitzig, wie er hier ausgerüstet ist. Verringert natürlich das riesige Kofferraumvolumen noch ein wenig. Dennoch, für eine Familie ist das ein 1A-Reisefahrzeug, wenn man eben 100.000 Euro auf dem Konto hat oder man kauft ihn halt gebraucht. Ist die große Frage. Ich sage jetzt auf alle Fälle vielen lieben Dank, dass ihr reingeklickt habt. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Jetzt würde mich aber eure Meinung nämlich interessieren zum Audi Q7, zum Test selber. Und natürlich vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren, das Video zu liken und gerne auch zu teilen. Und dann sehen wir uns demnächst auch wieder zum nächsten Verbrauchsvideo oder zum nächsten Review. Ich sage Tschüss und Servus, euer Ubi.